Ich war damals in einer Phase als junger Mensch, wo ich meinen Halt verlor, meinen Halt in der Schule. Ich sah keinen großen Sinn mehr darin zu lernen. Ich war fasziniert von der Hippie-Kultur, von der Drogenszene, von der Musik der 68er-Generation, Woodstock. Und das war mein Leben und das fing an, mich ganz in Beschlag zu nehmen. Und ich habe eigentlich keinen richtigen Grund und Sinn mehr in meinem Leben gesehen, als nur noch zu versuchen, möglichst viel zu kiffen, möglichst viel Freizeit zu haben, Musik zu hören und mich zu verlieren in diesem Rausch der Sinne, des angenehmen Erlebens von allem, was ein sinnliches und direktes und momentanes Leben so zu bieten hat, gemäß der Philosophie von Janis Joplin, warum 40, 50, 60 langweilige Jahre leben, wenn man in einer kurzen Zeit, in einem kurzen Blitz, in einer kurzen Intensität viel, viel mehr Lebensintensität erfahren kann. Sei gesegnet auf dem Weg, der vor dir liegt, bleib behütet in der Gnade, die dich trägt. Und als ich zum Glauben an Jesus kam, da war für mich nicht nur so eine innere Erleuchtung, die mich jetzt irgendwie plötzlich alles sehr viel gechillter und entspannter sehen sah, nicht nur ein Gefühl der Vergebung meiner Schuld, das war auch eine ganz große Sache für mich, das Gefühl, entlastet zu werden von aller Schuld, die sich angewachsen hatte, die sich angehäuft hatte in meinem Leben, sondern es kam auch der Wunsch zurück, Struktur in meinem Leben zu entwickeln. Und zwar eine Struktur, die ich aus meinem Glauben und aus der Begegnung mit Gott, Jesus und der Bibel gezogen habe. Denn der Höchste, der dich sieht, ist auch das Tiefste, das dich trägt, über den Horizont hinauf. Ich erlebte Jesus als jemand, der mich aufrichtet, der mich ansprach, nicht vorwurfsvoll, nicht bedrängend, nicht moralisierend, sondern heilsam, kraftvoll und voller Autorität als eine Person, die mir ins Leben zurückgeholfen hat. Ich bin auch ein Gestrauchelter gewesen und jemand, der durch die Beziehung mit Christus wieder neuen Tritt im Leben fassen konnte.